Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Und wir begeben uns jetzt auf ein Boot und fahren dann zur Nebelinsel. 2000. Wo ist denn die ganze? Ich muss vorher mal kurz auf die Karte gucken. Da ist die. Ganz ehrlich. Ich möchte mir ehrlich gesagt das Bootfahren sparen, muss ich sagen. Deswegen, zack. Da ich jetzt weiß, wo sie liegt, die Nebelinsel. Wo ich dafür hin muss, da ich das jetzt weiß. Ich möchte mir gerne dieses 2000 Meter Bootfahren ehrlich gesagt sparen. Weil das dann schon echt ätzend ist und da kann man auch in der Zeit ehrlich gesagt nicht so wirklich kommentieren, weil man gar keine Ahnung hat, was man dann überhaupt sagen soll. Hier ist die Nebelinsel, das heißt, wir können ganz gut einfach nach hier schnell reisen und von dort aus ein Boot nehmen. Was halt viel einfacher wäre, ne? Als ganz darüber zu segeln. So, es ist halt nur die Frage, wo haben wir ein Boot? Da vorne haben wir, glaube ich, ein Boot. Das ist ein schönes Boot, das funktioniert bestimmt noch gut. Wo haben wir hier denn noch ein Boot? Moment. Genau in der anderen Richtung haben wir noch ein Boot. Da vorne. Wollen wir eben ganz kurz. Ah. So. Das waren die, dann stören die uns jetzt nicht mehr. Und wir schnappen uns mal eben da vorne das Boot. Ja, Hoffnung, dass er akzeptiert dieses Boot. Tut er. Sehr schön. Das Boot ist zwar jetzt schon ein bisschen kaputt, aber naja. Ich denke mal, damit können wir irgendwie leben. Und speichern sollten wir vielleicht auch nochmal. Nur so für den Fall. So, guck mal, jetzt müssen wir zum Beispiel nicht 2000 Dinger Boot fahren, sondern nur 600. Das ist doch schon mal ein bisschen angenehmer. Ne? Geht vielleicht doch besser, aber... Naja. Und zu wissen, wie ich jetzt kommentieren soll, weiß ich auch nicht. So, ich bin ja auch ehrlich gesagt gespannt, was danach dann jetzt gerade noch kommt, wenn wir die Insel fertig haben. Was danach kommt, habe ich ehrlich gesagt gar keine Idee. So. Skellige Utvik. Das war schon gleich da in 400 Schritten. Glaube ich, sollen das sein. 400 Meter, das weiß ich immer noch nicht. Was das jetzt genau anzeigt. So. Hier waren wir doch schon mal und damals war hier noch kein Nebel, muss ich sagen. Ja, erinnere ich mich doch dran. Damals war hier noch kein Nebel. Das wüsste ich aber.
Achtung, speicher jetzt dein Spiel. Du näherst dich einem zentralen Punkt der Spielgeschichte und solltest deinen Spielstand nicht manuell speichern. Ja, ich möchte diese Reise jetzt wirklich beginnen. Ich dachte, das kommt jetzt was Neues. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalar, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Wissen wir. Folge dem Glühwürmchen. Das kann ich machen. Ich sehe nur leider relativ wenig. Da ist es. So, und jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Jetzt müssen wir zu Ciri. Gut, ist ja dann im Beladen natürlich ein gespeicherten Spielstand, aber... Nee. Wir sind angekommen auf der Nebelinsel, sehr schön. Zack. Das waren die beiden, ich speichere das nochmal. Das Glühwürmchen hat vor der Hütte angehalten. Ich sollte reinschauen. Sehe ich auch so? Verschlossen. Ist da jemand? Verdammt. Ich will nichts Böses. Bitte aufmachen. Du hast unsere Deckung auffliegen lassen. Wer bist du und was willst du? Ich werde Geralt genannt. Und wer seid ihr? Das ist der Hexer. Hab eine Ballade über ihn und diese Zauberin gehört. Wie war noch ihr Name? Sei still! Yennefer. Die Zauberin heißt Yennefer von Wengerberg. Ja, genau. Ihre Augen schleudern Blitze. Ihr Herz gleicht einem Eisberg. Wie ging's noch weiter? Beim Bart meiner Mutter reißt euch zusammen, Jungs. Du da draußen vor der Tür, Geralt, richtig? Ja, Geralt. Hör zu, Geralt, kommen wir zusammen.
Wir haben Schiffbruch erlitten. Bestien aus den Tiefen haben unsere Freunde verschlungen. Und der Rest hat hier Unterschlupf gefunden. Ist aber nichts Besonderes. Auf der Insel lauern viele Gefahren. Aber das dürfte erklären, warum wir misstrauisch sind. Diese Unterhaltung wird langweilig. Hört zu, ich mache euch einen Vorschlag. Oh, wenn das ein Dämon ist, dann will er uns überlisten. Ich bin kein Dämon. Ihr braucht mich nicht zu fürchten. Lasst es mich beweisen. Und wie willst du das tun? Wenn ich eure Kameraden finde, glaubt ihr mir dann, dass ich euch nichts tue? Ja, aber das wird nicht einfach. Wie viele sind es? Drei. Ivo, Gaspard und Fering. Dieser Ivo, wo soll ich nach ihm suchen? Der Teufel hat darauf bestanden, die Höhlen im Osten zu erforschen. Ich wollte ihm die Idee aus dem Kopf schlagen, ließ sich nicht umstimmen. Gaspard, wo finde ich ihn? Er sagte, es sei schwachsinnig, auf Rettung zu warten. Wir sollten was unternehmen, oder zumindest er würde es tun. Angeblich hat er ein Licht draußen auf dem Meer gesehen und wollte auf den höchsten Gipfel klettern, um nach Schiffen Ausschau zu halten. Wo ist Fereng hingegangen? Nach Westen, auf der Suche nach einem Schiff, das angeblich dort sein soll. Fereng, er ist da geschickt. Er dachte, er könnte es reparieren, seetauglich machen. Also gut, mal sehen, ob ich alle drei finden kann. Bis dann. Ich bin froh, dass du Verständnis hast. Okay, Suche in der Höhle nach Ivo. Warum auch nicht? Mein, können wir ja mal machen. Dann sehen wir auch ein bisschen was von der Nebelinsel. Immer diese Flugdinger, das ist echt lästig. Nein, nicht runterfallen. Oh. So. Flugdinger sind echt manchmal lästig. Nicht da runterfallen, bitte, danke. Mal ganz kurz speichern. Und jetzt können wir mal eben sterben können wir. Gut. Top. Top. Aber wir haben ja gespeichert. So. Beinahe alle Tränke, Bomben und Öle lassen sich verbessern. Okay, da kommen wir also nicht runter. Aber ich habe den, nach dem ich suche, habe ich schon gesehen. Da oben ist er. Aua. Was soll das? Gesprochen. Komm runter! Gut! Ich komme! Du Glückspilz, du! Weißt du, eine Sache bereue ich, dass... Ah! Tod. Verdammt. Na gut, das hat sich ja nicht so gut entwickelt. Einmal mit Profis arbeiten. So, dann gehen wir als nächstes zum Leuchtturm nach und suchen nach Gaspard. Mal gucken, ob der noch lebt. Das nehmen wir alles mit.
dann benutzen wir die Leiter und klettern, glaube ich, einfach mal hoch. Ne? Dann wird er wahrscheinlich irgendwo oben sein auf dem Leuchtturm. Nee, nicht die Leiter. Wenn, dann schon die, wo man hochkommt. Zurück ins Bett, Leckermaul. Wach auf. Was ist denn? Wer bist du? Ich bin Geralt. Deine Freunde haben mich gebeten, dich, Fereng und Ivo zu suchen. Ich fürchte, dass sie tot sind. Monster haben Ivo umschwärmt. Hab's mit eigenen Augen gesehen. Und Fereng, hab seinen Schrei gehört. Und dann das Brüllen einer Bestie. Gehen wir zurück zur Hütte. Ich beschütze dich unterwegs. Schade um die Kameraden, wirklich. Aber was soll man machen? Komm jetzt. Aber ich sollte dich warnen, dass ich an Schlafkrankheit leide. Das bedeutet... Ich weiß schon. Keine Sorge, ich halte dich wach. Dann gehen wir. Bring Gaspard zur Hütte. Das können wir machen. Oh, Moment. Kurz Inventar. Waffen. Was haben wir hier? Gesellen und Meister. Benutzen wir erstmal kurz das Gesellen-Reparaturset. Das können wir auch gleich nochmal. Hallo? Auch nochmal ein bisschen reparieren. So. Das war das. Ich kann nichts machen. Tut mir leid. Mach auf. Schon gut. Oh, nur noch ein kleines bisschen. Steh auf. Na komm, Gaspard. Weißt du viel über diese Insel? Fast nichts. Weißt du, dass sie auf keiner Karte ist? Das ist charakteristisch für verzauberte Inseln. Denkst du, sie ist verzaubert? Das ist das Einzige, dessen ich mir sicher bin. Und es geht wieder los. Aua! Weg! Gut, er kommt noch, wunderbar. Nicht, dass er gleich wieder einschläft. So, wo ist denn die Hütte? Haben wir es jetzt gleich mal geschafft? Wollte vor dem Bias fliehen. Die kurzen Beine, er war zu langsam. Wow. Gut, das war dann wohl er. Einer der Vermissten. Schade, dass er tot ist. Na gut, bringen wir Gaspard zur Hütte. Einer von dreien hat überlebt.
Bis jetzt. Vielleicht stirbt er auch noch. Das wäre ja auch nochmal was, ne? Aua. Verdammt, bist du hässlich. Aua. Warum sehe ich jetzt gerade so verschwommen? Was habe ich gerade getrunken oder gegessen? Sehr schön, da ist die Hütte. Ach, komm schon. Ich kann nichts machen. Tut mir leid. Hallo? Schon gut. Oh, nur noch ein kleines bisschen. Steh auf. Schade, das wäre auch noch witzig gewesen. Oh, Gaspard, dann komm. Und was hat dich an diesen seltsamen Ort geführt? Ich suche jemanden. Hier? Das hat sich so ergeben. Willst wohl nicht gern darüber reden, oder? Nicht wirklich. Ich habe euren Freund dabei. Wirklich? Dann soll er was sagen. Wach auf. Ja, ich bin wach. Gaspard, wirklich, öffne die Tür. Gaspard, du siehst verwirrt aus. Ach, verwirrt. Höchstens etwas schlaftrunken. Was ist mit den anderen? Einer war in der Nähe einer Monsterhöhle. Leider schon tot. Ich habe einen von der Klippe stürzen sehen. Hat sich den Hals gebrochen. Verdammt. Rabenik hatte mich gebeten, ein Auge auf diesen Rotzlöffel zu haben. War sein Neffe. Danke für deine Hilfe und tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Alles ist schief gelaufen. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe ein Boot. Ihr könnt mitkommen. Aber erst muss ich jemanden finden. Ein Mädchen mit aschblonden Haaren? Ja. Das tut mir sehr leid. Was willst du damit sagen? Sie ist ganz kalt. Ihr Geist hat sie verlassen. Sie muss gestorben sein, kurz bevor wir sie gefunden haben. Wir warten beim Boot.
dann hast du nicht alles vergessen, was Wesemir dir beigebracht hat. Ein Hexer kann das Essen, das Trinken und sogar das Atmen vergessen. Aber ein Hexer vergisst niemals, sich um seine Klinge zu kümmern. Ja, das habe ich auch ständig wiederholt und es wurde mir nie langweilig. Was für eine Kreatur war das? Was Kreatur? Von der du die Narbe über dem linken Auge hast. Die ist neu, die kenne ich noch nicht. Eine Erinnerung an die Gorgo von Spala. Eine Erweiterung meiner Sammlung, nichts Besonderes. Aber deine ist dafür gut verheilt. Avalach, er hat ganz spezielle Salben für mich zubereitet. Aber das war, bevor der Fluch von ihm Besitz ergriffen hat. Wo er jetzt wohl sein mag? Wir haben den Fluch gebrochen. Er wartet in Kaer Morhen auf dich. Meinst du das ernst? Wahrscheinlich schon, bei sowas würdest du nicht scherzen. Das ist ein schönes Erwachen. Du vertraust ihm? Avalach? Er hat mich nie im Stich gelassen. Kein einziges Mal. Warum hilft dir Avalach eigentlich? Wissende haben Menschen doch nie besonders gemocht. Er macht es nicht meinetwegen. Es geht um meine Kräfte. Als ob es jemals um was anderes ginge. Avalach hat versucht, mir beizubringen, wie ich meine Fähigkeit kontrolliere. Und er hat dafür gesorgt, dass ich Eredin nicht in die Hände falle. Und was hat Eredin vor? Was will er von dir? Was alle wollen. Die Kontrolle über meine Kräfte. Seine Heimatwelt steht vor der Vernichtung. Eredin möchte unsere Welt einnehmen. Genial, findest du nicht auch? Alleine kann er nicht viel ausrichten, also muss er eine Armee mitbringen. Aber seine Navigatoren können unmöglich ihn und tausende NL zwischen den Ebenen bewegen. Das erlauben ihre Fähigkeiten nicht. Deine dagegen schon. Genau. Und wenn ich dabei sterbe? Nun, dann war das ein notwendiges Opfer. Wie ist es gekommen, dass du mit Avalach gereist bist? Als ich dich und Yen auf der Malus-Insel verlassen hatte, wurde ich verfolgt. Eredin und seine roten Reiter waren mir auf den Fersen. Ich bin durch viele Welten geflohen, viele Male. Einmal hätten sie mich fast erwischt. Da ist Avalach aufgetaucht, aus dem Nichts. Er hat ein Portal gefunden und uns in eine Welt gebracht, in der uns Eredin nicht finden konnte. Ungefähr ein halbes Jahr lang. Diese Welt, in der euch Eredin nicht finden konnte, was war das für eine? Du würdest mir nicht glauben, wenn ich dir erzähle. Versuch's trotzdem. Die Leute dort hatten Metall in ihren Köpfen, kämpften aus der Ferne und benutzten so ähnliche Dinge wie Megaskope. Und dort gab es keine Pferde, alle hatten stattdessen fliegende Schiffe. Ciri, lass den Blödsinn. Ich hab doch gewusst, dass du mir nicht glaubst. Oh. Wir hätten dort bleiben sollen. Wieso bist du wieder zurückgekommen? Ich dachte, die Jagd hätte endlich meine Spur verloren. Ich dachte, ich wäre sicher. Außerdem wollte ich dich finden. Dich und Yennefer. Du hast nach uns gesucht, wir haben nach dir gesucht. Oft hatte ich das Gefühl, dass du nur einen Schritt entfernt bist. Dann wieder dachte ich, ich würde mich im Kreis bewegen. Das überrascht mich nicht. Manchmal bin ich wirklich überstürzt geflohen. Also, erzähl mir, wie alles gekommen ist. Schritt für Schritt. Eredin hat uns aufgespürt, als wir auf Azgellig gelandet waren. Kurz darauf waren wir schon von Reitern umzingelt. Ich dachte, das wäre das Ende. Aber Eredin hatte andere Pläne. Er holte das Phylakterium heraus, entkorkte es. Wir waren von Nebel umgeben und Avalach begann nach Luft zu schnappen. Hat Eredin so Avalach verflucht und seine Verwandlung in Uma ausgelöst? Ja, er wollte ihn nicht töten, nur erniedrigen. Aber Avalach wollte sich nicht kampflos ergeben. Er wirkte einen Zauber, der unter den Reitern großen Schaden anrichtete. Und auch einen halben Wald auf Azgellig verwüstete. Aber er verschaffte uns auch Zeit zur Flucht. Avalach öffnete ein Portal und ich sprang hinein.
Er sollte mir folgen, aber irgendwas ging schief. Der Fluch behinderte ihn und er erreichte das Portal nicht mehr rechtzeitig. Wir hatten uns geeinigt, dass wir uns in seinem Versteck in Velen treffen, sollte etwas schiefgehen und wir getrennt werden. Aber ihr habt euch dort nicht getroffen. Nein, haben wir nicht. Sobald ich im Portal war, bin ich statt in Avalachs Versteck mitten im Buckelsumpf gelandet. Ich bin den Numen nur knapp entkommen. Und da kam der Baron. Weißt du, dass er mich zur Jagd mitgenommen hat? Ich habe mit dem Schwert ein Wildschwein erlegt. Habe ich gehört. Reiner Zufall. Ich wollte an dem Tag nicht jagen, aber ich wollte auch nicht ablehnen. Ich hatte nichts dabei, was einer Jagdwaffe entsprach. Ich wollte nicht jagen. Ich bin durch den Wald gestreift, habe die Luft tief eingeatmet und dann plötzlich ein seltsames Geräusch gehört. Hat dich das Schwein angegriffen? Mhm. Groß wie ein Büffel kam es direkt auf mich zu. Ich hatte nur mein Schwert. Ich musste es erlegen. Du hast dich gut geschlagen, so wie es die Männer des Barons erzählt haben. Alles einfache Soldaten. Aber wir haben uns blendend verstanden. Schade, dass ich fliehen musste, aber ich wollte sie nicht der wilden Jagd ausliefern. Außerdem wusste ich da schon, dass der Fluch vorangeschritten war. Deshalb suchte ich nicht länger nach Avalach, sondern nach dir und Yen. Und wie hast du so einen Mann wie Hurensohn Junior kennengelernt? Ich konnte dich und Yennefer nirgendwo finden. Und ich brauchte jemanden, der das Phylakterium reparieren konnte. Das schafft kein normaler Handwerker. Ich brauchte einen Magier mit außergewöhnlichen Kräften. Rittersporn half mir dabei. Es war, als ob seine Ehre davon abhängen würde. Er hatte ein Treffen mit einem Magier vereinbart, aber das war nur eine Falle der Tempelwache. Das hat er mir gar nicht gesagt. Er wollte dich sicher nicht beunruhigen. Später haben wir herausgefunden, dass die Wache das häufiger macht. Um Leute zu schnappen, die mit den Magiern zusammenarbeiten. Wir mussten einen anderen Weg finden. So viel stand fest. Dann erzählte Rittersporn, dass er einen Mann kennen würde, dem ein Teil von Novigrad gehört und der mehr tun könnte als andere. Er würde sicherlich jemanden kennen, der das Phylakterium repariert. Hurensohn Junior. Ich dachte mir schon, dass es nicht die beste Idee war. Aber ich war verzweifelt, hatte keine Wahl. Hatte ich mir schon gedacht. Hurensohn war einfach nicht der richtige Komplize. Dieser Einfallspinsel dachte, wir hätten ihn betrogen und hat dann Dudu entführt. Den ihr sofort befreit habt, nur um auf die Tempelinsel zu fliehen. Tolle Idee. Wir hatten das nicht geplant, hatten keine Zeit zum Nachdenken. Wir sind einfach los. Mir fiel nicht mal auf, dass mich die Wachen in eine Falle getrieben haben. Plötzlich war ich drin und wusste, dass ich verschwinden musste. Sofort. Und so bist du dann wieder nach Skellige. Die Küste von Hindarsfjall. Der erste schöne Ort, der mir eingefallen ist. Hjalmar und ich waren dort früher immer schwimmen. Moment mal, bist du wirklich zufällig dort gelandet? Ich dachte, du und Avalach, ihr hättet einen Plan. Nein, er spürte, wenn ich meine Kräfte eingesetzt habe. So wie Eredin spürt, wo ich bin und wohin ich reise. Tatsächlich ist Eredin kurz nach mir gekommen, mit seinen Reitern. Wieder ging alles sehr schnell. Lofoten, der Angriff der Jagd, meine Flucht und dann Träume. Nur Träume. Was hast du geträumt? Ich hatte in letzter Zeit nur Albträume. Ziemlich schrecklich. Ich auch, die meiste Zeit über. In einem verfolgte dich das Monster eines totgeborenen Kindes. Boah, das war schrecklich. Ich hatte auch ein paar schöne Träume. In einem saßen wir in einem Feuer, tranken guten Wein und alle Leute tanzten und lachten. Der gefällt mir viel besser. Mir auch. Aber diese Träume und die anderen endeten in einem Turm. Egal, was ich geträumt habe, am Ende ging ich immer in einen Turm hinein. Hast du ihn erkannt? Weißt du, wo er sein könnte? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, aber irgendwie kam er mir bekannt vor. Und schrecklich. Der Turm war kahl und tot. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich ihn betreten musste. Hast du es getan? Nein. Alle Träume endeten damit, dass ich nach dem Eingang suchte.
Und beim letzten Mal sah ich statt des Tums dein besorgtes Gesicht. Wäre die Narbe über deinem Auge nicht gewesen, hätte ich gedacht, dass ich immer noch träume. Ich hatte Angst, dass du tot bist. Habe ein paar Zwerge gefunden. Sie sagten, sie hätten versucht, dich aufzuwecken, aber du wärst eiskalt gewesen und hättest nicht geatmet. Und trotzdem bist du reingekommen. Wer hört denn heute noch auf Zwerge? Da fällt mir ein, sie sind bestimmt schon nervös. Wir sollten gehen. Ich habe ein Boot am Strand. Sobald wir anlegen, reiten wir nach Kaer Morhen. Gut. Ganz gewöhnliches Reisen. Das war schon immer besser. Doch ein Portal wäre schneller. Und würde uns Eredin direkt auf den Hals hetzen. Das sollten wir nicht riskieren. Außerdem hasse ich Portale. Verdammt. Hör zu, wir müssen überlegen, wie wir... Oh. Zweck von hier. Sie werden wissen, wohin wir gehen. Sie werden mich finden. Das wissen Sie jetzt schon. Ciri, bring uns nach Hause. Da haben wir sie gefunden. Und die wilde Jagd. Willkommen zurück, Kind. Ciri! Mann, bist du hübsch geworden. Stehen wir hier nicht rum. Begrüßt lieber die anderen. Ihr habt euch gar nicht verändert. Ihr... seid so wie in meiner Erinnerung. Was? Kleine Schwester. Alle sind hier, die du um Hilfe gebeten hast. Avalach ruht sich im Turm aus. Sein Zustand ist immer noch schlecht. Kein Grund, das hier draußen zu tun. Kommt rein. Uns bleibt kaum Zeit. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Vielleicht lasse ich euch einen Augenblick. Triss, bitte... Nein, nein. Ihr müsst euch sehr vermisst haben. Auf eine Minute mehr kommt es da nicht an.
Also gut, eine Minute, dann brechen wir auf, ja? Das ist jetzt unangenehm. 45 Sekunden. Wir haben noch 45 Sekunden. Naja, 30 jetzt. Dann schnappen wir uns die wilde Jagd. Also bitte, lass uns diese Sekunden nutzen. Jen, ich liebe dich. Null Punkte für Kreativität. Aber für deine Offenheit. Zeit zu gehen. Betritt die Festung von Kamau und halte ein... Also eine Beratung ab. Kannst du uns über die Magie sagen, die sie benutzt? Ihre Navigatoren öffnen Portale, denen wir vielleicht Demeritium oder unsere eigene Magie entgegensetzen könnten. Außerdem beschwören sie die Kälte, die sich in der Leere festsetzt, die sie durchschreiten. Wir sind einfach zu wenige. Das wird ein harter Kampf. Du hast sie gefunden. Ha! Sie haben mir gesagt, die Jagd ist hinter ihr her und kann jederzeit ungebeten reinplatzen. Ich hoffe doch sehr, dass das Gas funktioniert. Wird es. Wir müssen es nur im richtigen Moment zünden. Ener, Amadar, Valanda. Sie ist eine von uns, Geralt. Wir lassen nicht zu, dass sie sie kriegen. Verdammter Schrotthaufen. So alt wie Wesemir. Eske. Grüß dich, Wolf. Ja, ich bin hier, das stimmt wohl. Aber ich glaube, die Schlacht von Kaer Morhen erleben wir in der nächsten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Bis dahin, tschüss und danke fürs Zusehen.